Gut, dann würde ich sagen, wir starten. Vielleicht werden sich noch ein paar Leute später einklinken. Herzlich willkommen zum EuParty-DACH-Webinar. DACH, das steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hier haben sich die EuParty-Landesorganisationen zusammengeschlossen, um Fortbildungsangebote für Patienten, aber auch die interessierte Bevölkerung anzubieten. Und heute starten wir mit einem Thema, das seit Monaten unsere Nachrichten dominiert: Covid-19-Impfstoffentwicklung. Fakten statt Mythen. Wir wollen ein bisschen Aufklärung hineinbringen, wie denn die Arzneimittelentwicklung, speziell die Impfstoffentwicklung, funktioniert, und haben hierfür auch ganz tolle Sprecher gewinnen können. Auf der Agenda heute steht: ganz kurz zur Einleitung möchte ich Ihnen näher bringen, was EuParty eigentlich ist. Dann starten wir mit der Arzneimittelentwicklung, bekommen dafür einen Überblick, gehen über zur Impfstoffentwicklung, ganz speziell dann im vierten Teil zur Covid-19-Forschung in Europa. Und der vierte und letzte Vortrag wird dann zum Thema Patienteneinbindung in der Covid-19-Forschung sein. Und dann öffnen wir den Raum für die Diskussion. Und ich möchte auch noch kurz die Panelist-Teilnehmer, die Vortragenden, vorstellen. Da ist in der Reihenfolge der Vorträge zuerst die Frau Dr. Ingrid Klingmann. Sie ist involviert im European Forum for Good Clinical Practice, wo sie die Vorstandsvorsitzende ist. Ebenfalls hat sie EuParty sozusagen zur Realität gemacht, war da eine ganz treibende Schlüsselfigur und hat auch zahlreiche Lehrtätigkeiten in verschiedenen Universitäten, beispielsweise in Brüssel, Leuven, Bonn und Basel. Und auch seit 2003 ist sie mit ihrer eigenen Beratungsfirma Pharmaplex aktiv. Die nächste Vortragende heute im Programm ist für Frau Magister Helga Thieben. Die ist aus Österreich, arbeitet für die PharmIG, der österreichischen Dachorganisation der pharmazeutischen Unternehmen, und ist ebenfalls in EuParty Österreich aktiv. Hier ein Überblick über die vielen Themen, die sie dort abdeckt, mitunter auch die klinische Prüfung und Rare Diseases. Die dritte Vortragende heute ist die Frau Professor Dr. Isabel Bekeret-Jan-Ding. Sie ist seit 2015 Leiterin der Abteilung für Mikrobiologie am Paul-Ehrlich-Institut und vertritt dieses auch in europäischen Gremien, wie zum Beispiel der Vaccines Working Party bei der EMA und der ECA Foundation Pharmaceutical Microbiology Working Group. Ebenfalls ist sie Vorsitzende des Scientific Committees der Innovative Medicines Initiative in Brüssel. Und zu guter Letzt Dr. Tamás Berecki. Er ist Kurs- und Inhaltskoordinator von EuParty, Koordinator von EuParty Deutschland, ehemaliges Vorstandsmitglied der European AIDS Treatment Group und war 2013 bis 2016 Co-Vorsitzender des Forums der Zivilgesellschaft der Europäischen Kommission für HIV/AIDS und ist auch seit 2017 Mitglied des BMJ-Patientengremiums. Ganz kurz zur Einleitung: was ist EuParty? Dahinter steht die Europäische Patientenakademie zu therapeutischen Innovationen, ein Informationsangebot, Fortbildungsangebot, das sich an Patienten, Patientenvertreter, aber auch die interessierte Öffentlichkeit richtet. Sie finden auf euparty.eu/de deutschsprachige Informationen rund um das Thema Arzneimittelentwicklung. Wir haben mittlerweile über 4 Millionen Nutzer aus der ganzen Welt. Und diese Plattform können Sie nutzen, indem Sie entweder die Bibliothek nach verschiedenen Kategorien durchsuchen und durchstöbern, oder Sie nutzen die Keyword-Suche und suchen nach Schlüsselwörtern. Was finden Sie dann dort? Sie finden Artikel, PowerPoint-Präsentationen, die Sie auch nutzen können, Factsheets, Grafiken, wirklich alles von A bis Z, was die Arzneimittelentwicklung betrifft, können Sie dort nachlesen und im Selbststudium sich aneignen.
Zusätzlich gibt es auf europäischer Ebene auch einen Fortbildungskurs, der in englischer Sprache angeboten wird, ein gutes Jahr dauert und etwa 50 Teilnehmerinnen aus ganz Europa jedes Jahr die Möglichkeit bietet, wirklich tief in der Materie einzutauchen. EuParty hat auch ein Netzwerk, das aus verschiedenen Landesorganisationen besteht. Auch hier finden Sie die Informationen auf der Website ebenso zu den Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Informationen, alle Materialien, die Sie auf der EuParty-Website finden, sind im Rahmen einer Creative Commons License für Sie auch nutzbar. Nutzbar, um zum Beispiel Fortbildungen für Ihre Patienten-Community anzubieten. Das Einzige, was Sie machen müssen und beachten müssen, ist die Referenz auf die Quelle. Und das Einzige, was Sie nicht machen dürfen, ist das Lizenzmaterial zu kommerziellen Zwecken nutzen. Das war der kurze Überblick über EuParty. Wenn hier noch weitere Fragen sind, können Sie uns gerne kontaktieren. Es wird auch, wie gesagt, noch eine Fortsetzung dieser Webinarreihe geben. Wir werden noch zwei weitere Webinare zu anderen Themenbereichen von Covid-19 abhalten. Das nächste Webinar wird sich beispielsweise damit auseinandersetzen, wie die Pandemie die derzeitige Studienlandschaft verändert hat. Und im dritten Webinar wird es darum gehen, wie die Situation sich für Patienten und Angehörige durch die Pandemie verändert hat, welche Herausforderungen chronisch kranke Menschen mit seltenen Erkrankungen durch die Pandemie gehabt haben. Da werden wir auch sehr spannende Vorträge haben. Jetzt möchte ich gerne eine Live-Umfrage mit Ihnen machen, wo ich von Ihnen gerne wissen möchte, wenn ein Impfstoff gegen Covid-19 jetzt verfügbar wäre, würde ich mich impfen lassen? Würden Sie sich impfen lassen? Das würde ich gerne von Ihnen erfahren. Die Umfrage ist absolut anonym. Sie brauchen sich da keine Gedanken zu machen. Jetzt muss ich die nur starten können. Ich muss ganz kurz meine Bildschirmfreigabe stoppen, sonst sehe ich nämlich nicht, wie ich die Umfrage starten kann. So, ich glaube, jeder, der teilnehmen wollte, hat teilgenommen. Dann beende ich die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1. Und hier sehen Sie die Ergebnisse. 72% von Ihnen sagen ja. Ich würde mich gegen Covid-19 impfen lassen, wenn ein Impfstoff verfügbar wäre. 32% von Ihnen haben mit Nein geantwortet. Was interessant ist, weil das mehr als 100% ergibt. So viel zu der zu dieser hat vielleicht jemand eine doppelte Stimme abgeben können. Das muss ich noch rausfiltern. Aber der Trend ist eindeutig. Die Mehrheit von Ihnen, circa 3/4, sagen ja. Dann möchte ich jetzt nicht länger Sie auf die Folter spannen und wirklich jetzt mit diesem Webinar, mit unseren Vortragenden fortfahren. Ich freue mich, wie gesagt, Frau Dr. Ingrid Klingmann begrüßen zu dürfen, die jetzt den Bildschirm übernimmt und Sie ein bisschen einführt über die Arzneimittelentwicklung. Bitte, Ingrid, vielen Dank, dass du dabei bist. Noch bist du stumm geschalten, Ingrid. So, jetzt klappt's. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber, dass ich hier in diesem ersten Dach-Webinar mitmachen darf, weil wir haben da ja einen recht langen Weg gehabt, um überhaupt zu drei nationalen Plattformen zu kommen, die aktiv sind und die dann auch noch zusammenarbeiten. Also das ist auch für EuParty eigentlich ein sehr schöner Erfolg. Was ich Ihnen heute gerne zum Einstieg in dieses Webinar erklären möchte, ist, wie im Prinzip die Arzneimittelentwicklung funktioniert. Das Ganze fängt natürlich mit dem Patienten an. Das heißt, der Patient hat ein Bedürfnis, entweder um eine Krankheit zu heilen oder ein Symptom zu lindern.
und erwartet, dass er dafür Hilfe bekommt. Es ist eine ärztliche Aufgabe, den Patienten zu helfen in ihrer Erkrankung, aber es ist auch eine ärztliche Aufgabe, neue Therapien zu entwickeln und zu erarbeiten. Und das übernimmt heutzutage zum größten Teil die Pharmaindustrie, aber auch in der Akademie haben wir doch sehr viele Aktivitäten, die mehr so in der frühen Phase der Medikamentenentwicklung liegen. Aber da ändert sich im Moment auch ziemlich viel. Die Zusammenarbeit wird auch immer enger. Also wir sind hier auch in einem sehr dynamischen Umfeld der Kollaborationen und der Möglichkeiten. Die Voraussetzung, um überhaupt eine Erkrankung behandeln zu können oder ein Symptom lindern zu können, sind die Kenntnisse, die wir über die Krankheit haben. Und da eben ganz besonders dann die Entdeckung der Ursache. Also wenn wir nicht wissen, was die Ursache einer Erkrankung ist, können wir nicht wirklich zielgerichtet therapieren oder eine Therapie entwickeln. Dann müssen wir einfach ausprobieren und das kann natürlich auch ganz schief laufen. Dann, wenn wir die Ursache entdeckt haben, ist es natürlich die Frage, wie können wir diese Ursache so beeinflussen, dass daraus eine Veränderung entsteht, möglichst hin zum Heilen im besten Fall, aber auch zum Beispiel, um die Entwicklung der Erkrankung zu verlangsamen oder die Symptome zu lindern. Wir sind nicht an allen Stellen wirklich imstande, eine Krankheit zu heilen. Letztendlich können wir bisher nur 60% der Erkrankungen heilen. Sehr viele Erkrankungen, auch da haben wir bisher keine Möglichkeit, wirklich eine Heilung zu erzielen. Wenn wir dann eine Substanz gefunden haben, von der wir annehmen, dass sie die Ursache beeinflusst, also sprich auf eine Funktion im Körper, auf eine Zellfunktion oder eine andere physiologische Funktion, die aus dem Ruder gelaufen ist, Einfluss zu nehmen, dann müssen wir eine solche Substanz natürlich genau untersuchen, um zu sehen, ob sie tatsächlich wirkt und ob sie auch nicht zu viele Nebenwirkungen hat oder nur Nebenwirkungen hat, die akzeptabel sind. Wir machen das zunächst, und ich erkläre Ihnen das nachher mehr im Detail, wir machen das in einem sehr intensiven Umfang im Labor. Und ganz viele Substanzen zeigen da, dass sie eigentlich nicht geeignet sind. Also von Zehntausenden von Substanzen, die wir finden, heute zum großen Teil eben auch mit praktisch künstlicher Intelligenz, stellen sich heraus als nicht geeignet. Die werden ausgefiltert. Und nur die, von denen man sieht, dass sie wirklich ein gutes Potenzial haben, die kommen dann in die Tierstudien. Wir wollen natürlich so wenige Studien am Tier wie irgend möglich machen. Auf der anderen Seite brauchen wir die Tierstudien, um doch ganz wichtige Aspekte einer neuen Substanz am Tier zu testen, bevor es dann tatsächlich Menschen verabreicht wird. Und wir haben dann den kritischen Schritt, die Erstanwendung am Menschen, wo das Präparat dann zum ersten Mal oder das Produkt dann zum ersten Mal in den meisten Fällen am gesunden Probanden angewandt wird und man da schaut, inwiefern das Präparat überhaupt vom Körper aufgenommen wird, wie es im Körper verstoffwechselt wird, wieder ausgeschieden wird, wie viel von diesem Produkt eigentlich oder von dieser Substanz dann letztendlich dem Körper zur Verfügung steht, um am Wirkort dann tatsächlich auch tätig zu werden. Wenn wir diese Informationen haben, gehen wir in den Patienten oder gehen wir in Studien mit Patienten. Das heißt, wir haben dann eine erste Bestätigung hoffentlich, dass unsere Idee, nämlich dass diese Substanz an dieser Zelle oder an dieser Zielstruktur auch tatsächlich angreift und was Gutes bewirkt, das sehen wir dann in den sogenannten Proof-of-Concept-Studien, also der Konzeptbestätigung. Und wenn wir das haben, dann können wir sagen, okay, jetzt wollen wir doch genau sehen, in welchen Dosen muss ich das Präparat verabreichen, in welcher Häufigkeit, über wie lange Zeit muss ich untersuchen oder beziehungsweise therapieren dann und so weiter. Also da lernen wir, in dieser Phase lernen wir dann die neue Medikation kennen in allen ihren Eigenschaften. Und wenn wir wirklich schon gut Bescheid wissen, dann wie diese Substanz und das Produkt dann auch, also
Kapsel oder die Tablette oder was auch immer dann anzuwenden sind, dann gehen wir in die ganz großen Studien, die wir machen müssen in einer Population, die so weit wie möglich der normalen Population entspricht. Und hier müssen wir dann in sehr gut durchdachten und organisierten Studien einen sogenannten Wirksamkeitsnachweis erbringen. Und das in normalerweise in zwei dieser sehr großen Studien, damit die Behörden eine sehr gute Studienlage haben mit diesen zwei ganz sauber großen designten Studien plus den gesamten anderen Studien, die vorher schon gemacht wurden. Das wird dann in ein großes Dossier verpackt und bei den Zulassungsbehörden eingereicht. Und die Zulassungsbehörden müssen dann entscheiden, ob diese Substanz, dieses neue Medikament jetzt tatsächlich genügend Wirksamkeit hat in der Patientenpopulation, in der es erwartet wird und in der es angegeben wird, und ob die Nebenwirkungen, die dabei auftreten, ob die verhältnismäßig sind, ob die akzeptabel sind, und letztendlich dann, ob die sogenannte Nutzen-Risiko-Balance dann auch tatsächlich positiv ist und es der Bevölkerung, der Gesamtpatienten zugemutet werden kann, dass sie dieses Medikament dann auch tatsächlich einsetzen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr, inzwischen eigentlich in allen europäischen Ländern, eine weitere, wir nennen das Hürde für die Marktzulassung, und das ist eine zusätzliche Untersuchung, ob die Kosten und der Nutzen von diesem neuen Präparat, ob die positiv auch ausfallen, ob da die Balance positiv ausfällt. Das heißt, dass der Nutzen die Kosten rechtfertigt. Und erst wenn das gesichert ist und die Krankenkassen dann auch akzeptieren, dass die Kosten dieser Therapie übernommen werden, dann stellen sie den Patienten wirklich zur Verfügung und sind dann in der Patientenversorgung für die Patienten dann auch letztendlich da und stehen ihnen zur Verfügung. Und dieser Kreislauf, der wird immer wieder wiederholt in einem sogenannten Lebenszyklus eines Medikamentes, weil es kann dann sein, dass hier diese Marktzulassung in einer relativ begrenzten Patientenpopulation erfolgt ist. Und jetzt im Laufe der Zeit wollen wir eine erweiterte Patientenpopulation damit behandeln, oder wir wollen eine andere Patientenpopulation damit behandeln. Und dann muss im Prinzip ein solcher Kreislauf in etwas abgekürzter Form wieder durchlaufen werden und jedes Mal wieder die entsprechenden Beweise geliefert werden. So, was wir suchen letztendlich, ist die ideale Substanz. Und diese ideale Substanz sollte also den Teil des Körpers erreichen, in dem die Zielstruktur sitzt, und idealerweise eben nur an der Zielstruktur angreifen und nicht andere gesunde Zellen oder Enzyme auch beeinflussen. Sollte wenig Nebenwirkungen verursachen, sollte vom Körper überhaupt aufgenommen werden können. Wir haben viele Substanzen, die können vom Körper nicht aufgenommen werden, also die kriegen wir gar nicht in den Körper rein. Aber wenn sie dann mal im Körper sind, dann sollten sie so lange im Körper verbleiben, bis sie die gewünschte Wirkung auch wirklich erzielen können. Also sie sollten nicht gleich verstoffwechselt werden und dann wieder ausgeschieden werden, sondern ausreichend lang im Körper verbleiben. Aber wenn das alles gesichert ist, sind wir noch lange nicht auf der ganz sicheren Seite mit unserem neuen Medikament, sondern wir müssen auch sicherstellen, dass technisch eine ausreichend große Menge von diesem Präparat hergestellt werden kann. Auch da gibt es immer wieder Begrenzungen und Schwierigkeiten. Und was wir auch brauchen, ist, dass diese Substanz dann auch über längere Zeit haltbar ist, so dieses Medikament, weil wir wollen natürlich, wenn wir die Substanz und die Medikamente in den Apotheken haben oder bei den Patienten im Schrank liegen, dann müssen die auch eine ganz ordentliche Weile haltbar sein, und auch das muss gewährleistet sein. Also es sind ganz verschiedene Kriterien, die hier zusammenkommen müssen, damit wir wirklich ein gutes neues Medikament bekommen. Und eine ganz zentrale Rolle spielt dabei die sogenannte klinische Entwicklung, und die besteht aus sogenannten klinischen Prüfungen oder auch Studien. Solche Studien sind hochkomplex in ihrer Planung, Durchführung, Auswertung, Berichterstattung. Und da hat der Gesetzgeber im Jahr 2004 in Europa
klargelegt mit dem damaligen Gesetz für Europa, dass es einen sogenannten Sponsor gibt in jeder Studie, also eine Organisation, eine Pharmafirma oder eine akademische Institution, der für die Studie die Gesamtverantwortung übernimmt. Also der wirklich dafür gerade stehen muss, dass alles vorhanden ist, was man dazu braucht. Was es aber auch benötigt, sind Ärzte, weil die Ärzte sehen die Patienten, verwenden das Präparat bei den Patienten an und erheben auch die Daten. Also ohne Ärzte können wir keine klinischen Studien durchführen. Und wir benötigen natürlich die Patienten, weil ohne Patienten haben wir keine klinische Studie, können wir keine Daten gewinnen, können wir keine Ergebnisse erzielen, können wir keine guten Schlüsse ziehen für die Therapie von Patienten mit dieser Erkrankung. Das heißt, wir benötigen Patienten, die bereit sind, an einer solchen Studie mitzumachen, nachdem sie ganz intensiv aufgeklärt wurden über alle Risiken einer Teilnahme, und das können verschiedene sein, das können Nebenwirkungen sein, aber eben, weil wir ja auch noch in der Forschungsphase sind, kann es sein, dass die Therapie, die sie dann bekommen, nicht optimal ist, noch nicht die richtige Dosis, nicht wirklich ausreichend für ihre Krankheitsschwere ist zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Benefits, also Vorteile von einer solchen Studienteilnahme, nämlich hoffentlich, dass damit auch ein Zugang zu einem neuen Präparat möglich ist. Und was sich auch gezeigt hat, dass Patienten, die in Studien sind, dass die eben intensiver überwacht werden, intensiver diagnostiziert werden als Patienten, die nicht in einer klinischen Studie sind. Das heißt also, dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis muss für den Patienten ein positives sein, damit er sich dazu bereit erklären kann und möchte, an einer solchen Studie teilzunehmen. Und wir brauchen hunderte, tausende Patienten, die an solchen Studien dann teilnehmen, je nachdem, in welcher Entwicklungsphase des Präparates wir sind. Wenn Sie sich das anschauen in einer mehr grafischen Darstellung, die Medikamentenentwicklung kostet uns heute etwa 2 Milliarden Euro. Das sind riesige Summen. Das ist enorm, wie viel das kostet. Einfach deswegen, weil es hochkompliziert ist, weil ganz viele Qualitätsstandards eingehalten werden müssen. Das Ganze ist hoch geregelt. Also es ist sehr, sehr intensiv. Und es geht nun einfach in folgenden Phasen. Zunächst kommt das therapeutische Ziel, was ich Ihnen vorher erklärt habe, dass das eben schon mal klar sein muss, was wollen wir eigentlich im Körper verändern. Dann muss das entsprechende Molekül gefunden werden und dann kommt das Prüfungs- oder Forschungsprogramm im Labor und eben dann auch die Tierstudien. Und das Ganze kann einfach schon mal locker 3, 4, 5 Jahre dauern, von dem Moment, wo man das therapeutische Ziel kennt, bis zu dem Zeitpunkt, dass man geeignete Moleküle gefunden hat, die dann bis hierhin alle aussiebe Kriterien sozusagen überstehen. Das bedeutet also zum Beispiel, dass ungefähr 10.000 Moleküle überhaupt da schon mal gescreent werden, ob da irgendwas Positives dabei ist. Dann kommt dieser kritische Moment, wo wir zum ersten Mal in den Menschen gehen. Das ist dann die sogenannte Phase 1. Und wenn wir dann in den Patienten gehen, das ist die Phase 2. Und diese gesamte Phase des Tierversuches und der Phasen 1 und 2 am Menschen, die nennen wir die explorative Phase. Und die kann dann hier in der Phase 1 zum Beispiel, die kann schon, und die Phase 2 zusammen, das kann je nach Indikation locker zusammen 3, 4, 5, 6 Jahre dauern normalerweise, je nachdem, wie lange man auch die Therapie geben muss, bevor man einen Effekt sieht. Also zum Beispiel ist eine Entwicklung mit einem Antibiotikum kürzer normalerweise, weil da die Behandlung nur ein paar Tage ist, im Vergleich zum Beispiel zu einem Antidepressivum, wo wir einfach schon mal mindestens 3 Monate therapieren müssen, bevor wir überhaupt einen Effekt sehen. Das heißt also, hier sind schon mal sehr lange Zeiträume. Und wenn wir das dann, wenn wir so viel über das neue Medikament Bescheid wissen, dass wir in die pivotale Phase, also in diese großen Studien gehen können, in die sogenannte Phase 3, auch die können locker, je nach Studien und wie viele Studien das sind und wie groß die sein müssen, wie lange es dauert, bis man die Patienten gefunden hat, kann auch das 2 bis 6 Jahre dauern.
Das heißt, Sie haben normalerweise für eine Medikamentenentwicklung, bevor es überhaupt dann ins Zulassungsdossier geht, irgendetwas zwischen 10 und 12 Jahren ganz leicht. Und dann die Zulassungsprozedur selber dauert auch insgesamt 1 bis 2 Jahre. Und von den 10.000 Molekülen, die da am Anfang mal gefunden wurden und angefangen wurden zu screenen, schaffen es dann ungefähr 5 bis in die klinische Prüfung nur. Und von denen auch wiederum schafft es nur 1 bis zur Zulassung. Das heißt also, selbst wenn wir hier in der klinischen Prüfung sind, heißt es noch lange nicht, dass wir dann nachher am Ende tatsächlich auch ein Präparat zugelassen bekommen und für die Patienten zur Verfügung haben. Und das ist in allen Bereichen der Medikamentenentwicklung einfach der Fall. Damit müssen wir rechnen. Das heißt also, wenn wir dann in der Presse lesen, wir haben ein neues Präparat gegen den und den Krebs gefunden, das befindet sich jetzt in der klinischen Prüfung, dann heißt das noch lange nicht, und dass es tatsächlich dann auch bis zur Zulassung kommt und auch nicht vorhersagbar, wie lange das noch dauert, bis das dann tatsächlich zur Verfügung steht. Es gibt nun eine Möglichkeit, dass diesen ganzen Prozess etwas zu verkürzen, und das nennt man Repurposing. Und zwar beruht es darauf, dass eben trotz aller Bemühungen eine Substanz normalerweise nicht nur auf eine Zielstruktur wirkt, sondern auf mehrere, auf eine besonders. Deswegen machen wir ja auch dieses Screening. Aber es werden auch noch andere Zielstrukturen mit beeinflusst. Und das ist eigentlich nicht erwünscht und kann eben auch zu Nebenwirkungen führen. Das heißt also, wir haben dann plötzlich am Magen zum Beispiel oder sonst irgendwo im Körper einen Effekt von dieser Substanz, die zwar deutlich geringer ist oder weniger intensiv ist als die, die wir am Hauptwirkort haben, aber sie ist eben auch da und ist auch bei den Menschen dann wieder unterschiedlich. Das heißt, wir haben solche Nebenwirkungen dann. Aber es gibt eben auch Substanzen, die haben auf eine andere Zielstruktur eben auch eine recht starke Wirkung. Und dann versucht man eben diese andere Wirkung auch zu nutzen. Und dann können Sie sich vorstellen, dann wird natürlich der Kreislauf bzw. eben dieser Pfeil, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, wird abgekürzt, weil wir ja dann über diese Substanz eigentlich schon sehr viel Bescheid wissen, vor allem eben auch bezüglich ihrem sogenannten Nebenwirkungsprofil. Das heißt, wenn wir also so ein Repurposing machen, dann kann die Zeitdauer und auch damit die Kosten natürlich deutlich geringer werden. Und es gibt ein paar ganz bekannte Beispiele. Zum Beispiel, ein Beispiel war das oder ist das Minoxidil. Das war eine Substanz, die wurde gegen hohen Blutdruck entwickelt und hat es auch bis zur Marktzulassung geschafft, wird auch als Mittel gegen hohen Blutdruck eingesetzt. Aber man hat festgestellt, dass Patienten, die dieses Mittel genommen haben, plötzlich einen vermehrten Haarwuchs hatten, was durchaus unerwünscht sein kann, aber durchaus auch erwünscht sein kann. Und inzwischen wurde dann dieses Minoxidil in einer abgeschwächten Dosierung zum Haarwuchsmittel zugelassen. Und das wird auch heute sehr weitgehend in dieser Indikation eingesetzt. Und das andere ganz berühmte Beispiel ist Viagra. Das wurde nämlich eigentlich gegen den hohen Blutdruck in der Lunge, der also ein sehr großes medizinisches Problem ist, nicht bei sehr vielen Patienten auftritt, aber wenn es auftritt, ist ein großes medizinisches Problem. Und Viagra wurde dagegen entwickelt und dann hat man festgestellt, dass Männer, die dieses Präparat genommen haben, eine Stärkung ihrer Potenz festgestellt haben. Und daraufhin kam es dann auch tatsächlich zu dieser weiteren Indikation, die heute eigentlich die dominierende ist, zumindest von den Umsatzzahlen her. Heute wird das Viagra eben hauptsächlich eingesetzt zur Behandlung der Potenzschwäche, aber auch immer noch gegen den hohen Blutdruck in der Lunge, weil diese Substanz auf beide Zielorgane praktisch wirkt. So, das wäre also die grundsätzliche Idee. Das heißt also, wir haben einen sehr langen, sehr teuren Medikamentenentwicklungsprozess, der erstmal im Labor stattfindet, dann am Tier, dann am gesunden Probanden und dann am Patienten, wo wir sehr viele Informationen über das Medikament erstmal lernen müssen und erfahren müssen, bevor es dann in einem Dossier alles zusammengefasst wird und von den Zulassungsbehörden untersucht, also ausgewertet und dann beurteilt wird und dann nachher eben auch nochmal bei den Behörden, die den Nutzen und Kosten abschätzen.
Aber es gibt die Möglichkeit, eben dann zum Beispiel für eine weitere Indikation ein solches Medikament auf einem etwas abgekürzten Weg zu entwickeln. Und das sehen wir jetzt eben vor allem auch, wenn wir in der Diskussion um Covid-19-Therapien sind. Und deswegen möchte ich also jetzt gerne überleiten auch zu meiner Nachfolgerin, die jetzt Ihnen erklären wird, wie das denn, was ich Ihnen jetzt für alle Medikamente gezeigt habe, wie das denn speziell dann jetzt auch bei Impfungen und bei der Entwicklung von Impfstoffen zum Tragen kommt. Weil das ist schon eine etwas andere Vorgehensweise in gewissem Umfang, weil da die Leute, die das bekommen, eben keine Patienten sind, sondern gesunde Menschen. Sehr viele gesunde Menschen. Und damit sind die Vorbedingungen natürlich schon etwas anders. So, ich habe meinen Share-Screen beendet. Damit kannst du weitermachen, liebe Helga. Ja, hallo, vielen Dank. Ich habe meinen Screen geteilt. Ich hoffe, man kann ihn sehen. Ja. Super. Ja, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Überleitung. Wir haben uns ja heute das Thema der Impfstoffentwicklung im speziellen Covid-19 vorgenommen und wir wechseln jetzt ein bisschen in die Impfstoffentwicklung hinein nach dem allgemeinen Überblick über die Entwicklung eines Arzneimittels. Und wir wollen hier ganz kurz, aber es ist, glaube ich, schon auch ganz gut, sich zu vergegenwärtigen, woher kommen denn die Impfstoffe und die Geschichte des Impfstoffes, ein bisschen in die Geschichte noch zurückgehen und Revue passieren lassen, woher kam denn eigentlich dieser Ansatz, Impfstoffe zu entwickeln. Und wie schon vorgesagt wurde, auch hier steht natürlich der Patient, stand auch der Patient im Mittelpunkt, nämlich vor der Tatsache, dass die Ärzteschaft hier in Europa im Speziellen sehr hilflos eigentlich zusehen musste, wie Epidemien und Seuchen die Patienten dahingerafft haben tatsächlich. Und man hat sich dann begonnen, mit dem Phänomen zu beschäftigen und man hat dann begonnen, hier Forschung zu betreiben. Die Ärzteschaft hat hier, wenn man so will, ganz vereinfachte, aber doch Studien durchgeführt, gemacht und hat beobachtet, dass es oftmals die Exposition mit dem Erreger als solches, also in einer abgetöteten und abgeschwächten Form ist, die den Menschen eigentlich eine Immunität gibt, also frei macht von den Erkrankungen. Und so hat man sich sozusagen hin entwickelt zur Impfstoffentwicklung. Und das ist auch ganz interessant, dass auch eine mehr oder weniger eine zufällige Beobachtung auch die Grundlage war, als man eben festgestellt, damals waren ja die Pocken eine der ganz, ganz wesentlichen Bedrohungen der Menschen und man festgestellt hat, dass Menschen, die sich mit den Kuhpocken, das war eine etwas leichtere Form der Pocken, die die Menschen sozusagen nicht dahin gerafft hat, also jene Menschen, die sich mit den Kuhpocken angesteckt haben, hier auch Antikörperabwehrkraft gegen die Pocken erhalten haben. Und mit diesem Phänomen und den Forschungen, die die Ärzteschaften hier gemacht haben, kann man sagen, hat man eigentlich das Impfkonzept als solches eigentlich geboren. Und an der Stelle vielleicht auch ganz nett auch zu wissen, das Wort Impfstoff im Englischen Vakzine, wir sagen ja auch oft Vakzine dazu, kommt eben von der Kuh, das hat den Ursprung daher, als eben, wie gesagt, diese Kuhpocken eigentlich ein Schlüssel waren damals im Kampf gegen die Pockenerkrankung. Die Pioniere der Impfstoffentwicklung sind hier angeführt. Es sind einige, viele haben ihren ganz, ganz großen Stempel hinterlassen. Paul Ehrlich bis heute auch natürlich als namentlich auch im Paul-Ehrlich-Institut etabliert und verewigt. Aber diese Pioniere haben tatsächlich eigentlich die Grundlage für die Impfstoffforschung und Entwicklung gelegt mit ihren Immunisierungsansätzen, aktiv-passiv und antibakteriellen Therapie. Also das war schon aus der Not heraus. Und wenn man sieht, was ist seitdem geschehen, man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass das Impfen zu ganz sicher den wichtigsten präventiven Maßnahmen in der Geschichte der Menschheit zählt. Jährlich etwa 3 Millionen Menschen werden durch Impfungen gerettet, hier vor allem in Ländern, die weniger entwickelt sind, die keine oder nur schlechte Lebensbedingungen haben. Und auch ganz generell, das ist belegt, kann man sagen, dass die Impfung einer der 3 Treiber war, die dazu geführt haben, dass die Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren massiv angestiegen ist. Neben dem Wasser und der ausreichenden Ernährung war das die 3. Säule eigentlich der Lebenserwartung, die wir in der modernen Gesellschaft heute haben.
Trotzdem oder auch vielleicht deswegen muss man auch sagen, ja, es gibt nicht nur sozusagen die Befürworter, es gibt auch durchaus kritische Stimmen, es gibt sehr viele Impfskeptiker, die gerade neuerdings, fröhliche Urstände feiern. Es ist ein Phänomen, man muss sich mit dem auch auseinandersetzen, deswegen ist es auch wichtig, sich in eine fachlich-inhaltliche Diskussion zu begeben, um hier sozusagen einerseits gewisse Verschwörungstheorien auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vielleicht auch ein bisschen auszumerzen. Es ist definitiv schwierig, ich weiß nicht, ob Sie schon Erfahrung gemacht haben. Man wird wahrscheinlich einen Impfskeptiker, der wirklich überzeugt ist, und die Motive sind da vielfältig. Das sind oftmals religiöse Gründe, naturheilkundliche Gründe oder auch einfach die Angst vor Nebenwirkungen, die die Menschen dazu bringen, dass sie sagen, nein, wir wollen keine Impfungen. Aber ich glaube, man kann und man sollte auch weiter mit Information und Aufklärung daran arbeiten, aber natürlich am Ende des Tages kann man und soll man auch niemanden überzeugen oder gegen seinen Willen hier bekehren. Ich glaube aber dennoch, man kann sagen, der Nutzen von Impfungen ist nachgewiesen. Wir haben heute in etwa 30 Infektionskrankheiten, die durch Impfungen verhindert werden können. Es ist nachweislich so, dass Impfungen Langzeitfolgen reduzieren können und auch teilweise Invaliditäten auch verhindern können. Und natürlich, es ist auch eine Maßnahme im Gesundheitswesen, die einerseits Kosten spart und gleichzeitig auch eine sehr kosteneffektive Maßnahme ist, um Krankheiten überhaupt zu verhindern. Ja. Hier noch ein Blick zurück. Wie gesagt, das ist ein bisschen die Geschichte der Impfstoffe 1927. Fast 100 Jahre ist es her, dass die Tetanus-Impfung, die aktive Impfung gegen Tetanus angewandt wurde, ohne der wir heute also genauso wenig auskommen würden. Dann Masern, Mumps, Röteln, später dazu die Pocken schon erwähnt. 1980 konnte man sie endlich ausrotten. Ein langer Weg eigentlich, der bis dahin noch notwendig war. Und dann natürlich in neuerer Zeit neue Erkrankungen, Gehirnentzündung, Gebärmutterhalskrebs. Hier nur ein paar Beispiele. Ich habe hier beispielhaft den Impfplan für Österreich, weil ich aus Österreich komme, angeführt. Einen solchen Impfplan der Bundesregierung gibt es natürlich auch in Deutschland und in der Schweiz. Und da sieht man sehr schön auch die Empfehlungen, die ausgesprochen wurden vom Impfbeirat. Und das geht natürlich, also und das zeigt auch ein bisschen die Breite und Vielfalt an Schatz, den wir heute bei Impfungen im Kampf gegen Erkrankungen haben. Ja, und es geht heute um die Impfstoffentwicklung. Wie schon vorher gesagt wurde, es gibt keinen Fortschritt, auch bei Impfungen nicht ohne klinische Forschung. Und die klinische Forschung ist hier auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Entwicklung, wie es generell bei der Arzneimittelentwicklung der Fall ist. Wir haben schon einiges gehört über die Phasen, die hier stattfinden. Ich möchte nur ein paar Besonderheiten noch hervorheben. Es ist ganz klar, dass die klinische Forschung grundsätzlich dazu dient, verschiedene Zielsetzungen hat, um eben Arzneimittel zu entwickeln. Und bei der Covid-Erkrankung geht es ganz klar um das Thema der neuen Therapie. Es gibt natürlich auch andere Ansätze, die man verfolgen kann mit klinischen Studien, wenn man eben eine bessere Verträglichkeit erreichen will, eine höhere Lebensqualität, ein längeres Überleben. Also das sind andere Ziele, die man in der Studie erreichen kann. Aber gerade bei Covid geht es letztlich darum, auch eine neuartige Therapie für eine neue, in dem Fall auch globale Bedrohung zu finden. Und auch die klinische Forschung, sozusagen sagt man Prüfung des Medikaments auf Herz und Nieren, wenn man so will, was wird geprüft? Und das ist natürlich bei den Impfstoffen gleich gegenüber festen Formen, Oralformen. Es geht immer darum zu prüfen, wie ist die Wirksamkeit, wie ist die Anwendung, wie wendet man es richtig an, was sind die Dosierungen, wie ist die Wirkstoffverteilung, wie funktioniert die im Körper und vor allem auch, wie ist die Verträglichkeit. Also diese Parameter sind natürlich bei der Impfstoffentwicklung vollkommen gleich zu allen anderen. Dort, wo wir einen Unterschied haben, und das wurde vorher schon angesprochen, ist die Auswahl der Patienten oder Probanden, also der Teilnehmer an einer klinischen Studie. Und da gibt es insofern in unserem Fall bei der Covid-19-Impfung, die ja eine vorbeugende Impfung ist, ja, da geht es ja um die Prophylaxe, natürlich hat man hier nicht die erkrankten Patienten, die man in klinische Studien einbindet, in die einzelnen Phasen der Studien, sondern über alle Phasen bindet man hier gesunde Menschen ein, weil es ja darum geht, hier prophylaktisch die Impfung ja später auch an gesunden Menschen anzuwenden, damit sie erst gar nicht erkrankt werden. Das führt allerdings dazu, und das ist sicherlich ein Vorteil, dass man hier natürlich
durch auf ein größeres, sagen wir mal, Pool an Teilnehmern von Studien natürlich zurückgreifen kann, weil es eben um gesunde Menschen geht, man hier dann schneller auch Teilnehmer einschließen kann und damit auch ein kleiner Baustein dafür ist, dass hier Studien vielleicht schneller abgeführt werden, die Daten schneller erhoben werden können, als es bei anderen Arzneimitteln der Fall ist. Aber trotzdem die Message hier, auch hier natürlich müssen alle Phasen eingehalten werden und durchlaufen werden. Was aber ganz wichtig ist, und auch das gilt natürlich ganz generell, aber es ist immer wieder auch wichtig hervorzuheben, und wir haben uns im Vorfeld auch ein bisschen abgesprochen, dass ich auf diese Punkte noch eingehe, weil sie nicht oft genug gesagt werden können, ist, dass jede klinische Forschung, egal ob das jetzt ein Arzneimittel oder ein Impfstoff ist, nach sehr engen Regularien abläuft. Ja. Und es gibt hier keine Studie, die nicht unter Aufsicht und mit Genehmigung der Behörden erfolgt. Auch hier möchte ich hinweisen, in Österreich ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, in der Schweiz ist es das Swissmedic, in Deutschland ist es das BfArM bei den Impfstoffen oder das BfArM. Also wir haben hier immer die Einbindung der Arzneimittelbehörde im Land und natürlich auch der EMA bei den zentralen Zulassungen. Das heißt, alles das, was hier an Studiendesign entwickelt wird, was hier zugrunde gelegt wird, die Forschungsfragestellungen und das Design wird natürlich durch die Behörden genehmigt, aber nicht nur durch die Arzneimittelbehörden, sondern auch durch die Ethikkommissionen. Auch hier gibt es ein in Europa einheitlich und standardisiertes Verfahren jetzt, wo natürlich auch ethisch geprüft wird, wo in diesen Ethikkommissionen sitzen Mediziner, Juristen, Laien, also sozusagen das breitest aufgestellt, um hier auch die ethischen Fragen abdecken zu können. Es gibt, das wurde schon noch kurz erwähnt, also einen Wulst an Regularien für die Durchführung von klinischen Studien. Das Ganze läuft unter dem Titel der Good Clinical Practice. Das sind also tausende von Seiten, die eben die Standards vorgeben, wie dann solche Studien durchgeführt werden. Und auch ganz wichtig ist die Kontrolle durch die Behörden. Es ist nicht damit getan, dass man die Studie selber genehmigen lassen muss, sondern die Behörde hat auch eine ganz wichtige Rolle bei der Überprüfung, in der Inspektion. Das heißt, sie hat jederzeit die Möglichkeit, in diese Studien hineinzugehen, in sämtliche Daten hineinzugehen, sich sozusagen aus erster Hand zu überzeugen, dass hier ganz genau nach dem Studiendesign auch gearbeitet wird, sowohl beim Sponsor, also beim Unternehmen oder bei der Akademie, als auch im Zentrum vor Ort selber, wo die Studienteilnehmer ja betreut werden. Also das sind so die Grundlagen, die ich hier erwähnen möchte. Und die zweite Säule, die auch uns ganz wichtig erscheint, ist noch hier auch zu erwähnen, dass wir neben diesen rechtlich-regulatorischen natürlich auch rechtlich ist die Sicherheit, die Würde und die Rechte der Studienpatienten hier ganz, ganz stark verankert haben in den Studien des 20. und 21. Jahrhunderts auf jeden Fall. Das heißt, wir haben hier einen absoluten Grad an Freiwilligkeit. Die Studienteilnehmer müssen informiert werden über sozusagen in vielerlei Ebenen schriftlich informiert werden. Sie müssen auch schriftlich natürlich ihre Zustimmung geben. Hier wird auch gerade bei den Ethikkommissionen sehr darauf geschaut, dass diese Patientenzustimmungserklärung, wo auch vereinfacht noch einmal formuliert wird, worum es in der Studie geht, sodass die Patienten es wirklich verstehen. Hier wird geschaut, dass das sprachlich auch verständlich ist. Aber und vor allem auch hat der Patient oder der Teilnehmer einer Studie jederzeit die Möglichkeit, wenn er nicht mehr teilnehmen möchte, jederzeit auch aus der Studie auszuscheiden. Also die Freiwilligkeit ist hier oberstes Gebot. Und als letztes auch noch sei erwähnt, dass natürlich bei den klinischen Studien auch das Thema Datenschutz ganz, ganz hoch angesiedelt ist. Und das nicht erst seit der DSGVO, sondern von Anfang an, oder seit es die GCP gibt, natürlich hier werden die höchsten Standards für die Sicherheitsmaßnahmen der Daten gewährleistet, sei es die Aufklärung der Studienteilnehmer über Datenverwendung und Datensicherheit, auch das ist natürlich auch Teil der Aufklärung der Studienteilnehmer. Es gibt die schriftliche Zustimmung über die Datenerhebung, also auch da muss der Teilnehmer noch einmal explizit zustimmen und natürlich die Verschlüsselung der Daten erfolgt hier auf höchsten Grad. Das waren jetzt sozusagen im Schnellsiedeverfahren aber Grundlagen noch, die wir mitgeben wollen. Und jetzt hier ein bisschen abschließend, das ist sozusagen das Resümee, dass wir sagen, je mehr klinische Studien stattfinden, ich glaube, desto mehr ist es letztlich auch dem medizinischen Nutzen und vor allem am Ende des Tages auch den Patienten geholfen. Und gerade solche Erkrankungen wie Covid-19 zeigen, dass es notwendig ist, auch diesen internationalen Schulterschluss zu haben. Und der ist ja auch gerade hier
erfreulicherweise im Gange. Und jetzt freuen wir uns schon auf die nächste Rednerin, die uns jetzt ganz aktuell die Entwicklungen in der Covid-19-Impfstoffentwicklung bringen wird. Danke. Ich werde jetzt meinen Bildschirm wieder beenden. Habe ich schon gemacht für dich, Helga. Danke, ja, ich sehe schon. Dankeschön. Ja. Gut. Ja, dann vielen Dank für bei den bisherigen Rednerinnen Helga und Ingrid für eure Beiträge. Ich leite jetzt über zu Isabel und teile dir hiermit das Wort. Vielen Dank. So, hallo allerseits, guten Abend. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu dürfen, auch wenn ich jetzt die meisten nicht sehen kann. Ich komme aus dem Paul-Ehrlich-Institut. Wir sind die nationale Behörde in Deutschland, die zuständig ist für die Impfstoffzulassung. Ich bin aber auch, wie der Klaas mich vorgestellt hat, Scientific Committee Member bei IMI, einem großen Public-Private Partnership der Europäischen Kommission mit der Pharmaindustrie. Und deshalb habe ich wohl den Auftrag bekommen, über Forschung national und auch in Europa und international im Bereich der Impfstoffentwicklung zu sprechen und dann auch den Bogen wieder zu machen zur Regulation. Und das will ich jetzt versuchen. Und da möchte ich Ihnen zunächst mal Sie darauf hinweisen, was es denn so für Herausforderungen allgemein in einer Pandemie gibt. Zum einen ist es in der Regel so, dass wir den Erreger nicht kennen. Das ist auch bei dem SARS-Coronavirus 2 so. Wir hatten zu Beginn der Pandemie keine Ahnung, wie die Infektiosität ist und wie die Übertragbarkeit des Erregers. Wir haben dann langsam erst ein Bild davon bekommen, wie virulent dieser Erreger ist und wie schwer teilweise die klinische Manifestation und wie leicht manchmal doch. Und wir lernen jetzt so sukzessive darüber, wie eigentlich die Pathogenese ist, dieses Virus, und die Immunabwehrmechanismen, die uns schützen. Das bedeutet auch, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar ist, welches alles die Risikogruppen sind, die von dieser Infektion betroffen sind. Am Anfang ist man natürlich von den üblichen Verdächtigen, wenn es um respiratorische Infektionen geht, ausgegangen. Aber heute verstehen wir sicherlich, dass man das noch etwas differenzierter betrachten muss. Und dann ist immer eine ganz große Frage in einer Pandemie, gibt es asymptomatische Träger, das heißt Menschen, die das Virus in sich tragen, denen es nicht schadet, die davon nicht krank werden, aber die es natürlich weitertragen können an andere. Und das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, wie die Pandemie denn sich weiter verbreitet. Und ich möchte in der unten dargestellten Grafik einfach nochmal hervorheben, dass es sich bei einer Infektion immer um einen Gleichgewicht, das gestört wird, zu Ungunsten des Wirts, zugunsten des Erregers handelt, nämlich zwischen dem Immunsystem, der Abwehrlage sozusagen und der Infektiosität des Erregers. Und dieses Gleichgewicht ist natürlich bei jemand, der eine sehr schlechte Abwehrlage hat, der also immunsupprimiert ist, weil er transplantiert ist, weil er bestimmte Vorerkrankungen hat, immer natürlich schneller durcheinander zu bringen als bei einem Menschen, der gesund ist. Aber wir sehen auch in der jetzigen Situation, dass es sicherlich Patienten gibt, wo wir immer noch nicht genau wissen, warum die erkrankt sind und die vielleicht ein Teilimmundefizit haben, das wir aber bisher noch nicht gut genug definieren können. Und aus all diesen Fragen ergibt sich dann der Forschungsbedarf in einer Pandemie. Wir müssen verstehen, wie ist die Genetik des Erregers? Ist die sehr variabel? Kann das bedeuten, dass das Virus sich schnell verändert, dass zum Beispiel Impfstoffe gegen den Erreger dann plötzlich nicht mehr funktionieren könnten, obwohl wir sie vielleicht gerade gegen die erste Generation des Virus entwickelt haben? Wir müssen verstehen, wie immunogen ist der Erreger, also ist er durch das Immunsystem erkennbar, kann das Virus oder das Bakterium, je nachdem, kann das Immunsystem dagegen schützen. Wir lernen über Übertragbarkeit und Infektiosität und die Pathogenese. Was das Immunsystem anbetrifft, ist eigentlich immer die Frage, die im Vordergrund steht, welche Mechanismen schützen. Und wie lange ist denn die Dauer der Immunprotektion? Und das ist später auch für einen Impfstoff natürlich eine ganz relevante Frage. Bei der Infektion selber, beim Patienten ist natürlich auch wichtig, ist es eine lokale Immunität, also in der Schleimhaut zum Beispiel, der Nase und des oberen Respirationstrakt, oder ist das eine Immunität, die sich dann systemisch, also im ganzen Körper ausbildet? Und klinisch gesehen gibt es natürlich auch sehr viel Forschungsbedarf. Wir müssen verstehen, wie diese Erkrankung sich manifestiert, wie der
Lauf der Erkrankung ist, welche Risikofaktoren dann prädisponieren für eine Infektion. Gleichzeitig wollen wir natürlich erkennen, wer erkrankt ist. Und da haben Sie ja selber miterlebt, wie Diagnostik implementiert wurde. Aber das ist etwas, das nehmen wir oft als sehr, sehr selbstverständlich hin. Eigentlich ist das gar nicht so einfach. Wir müssen einen Erregernachweis führen, zum Beispiel durch eine Polymerase-Kettenreaktion. Das passiert im Labor. Aber wir müssen vor allem verstehen, wie gut ist dieser Erregernachweis? Erkennt er denn jeden, der infiziert ist oder nur einige? Erkennt dieser Nachweis, ist der wirklich spezifisch nur für dieses Virus oder werden auch andere Viren erkannt? Und da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter und auch Zeit. Ich werde nachher auch nochmal auf Zeitfaktoren eingehen. Zeit ist ein ganz wichtiges Momentum in einer Pandemie und eigentlich hat man keine Zeit, weil die Infektion sich ausbreitet. Aber wir müssen trotzdem sehen, dass im Laufe der Pandemie sich all diese Systeme und die Forschung immer weiterentwickeln und besser werden und wir dann von Tag zu Tag eigentlich dann neues Wissen haben. Genauso der Antikörpernachweis, die ersten Tests waren schnell und nicht so gut. Und man muss immer überlegen, wie kann man sowas validieren? Wie können wir wissen, dass die Aussage, die der Test macht, auch wirklich zu gebrauchen ist? Dass die uns sagt, ob der zum Beispiel der Patient, der Antikörper entwickelt hat, geschützt ist. Und auch da wieder der Faktor Zeit. Was wird in der Klinik gemacht oder was kann gemacht werden? Hygienemaßnahmen. Isolation von Personen, jetzt Masken tragen zum Beispiel. Aber man muss eigentlich auch da Forschung betreiben. Man muss nachweisen, dass diese Interventionen, so nennt man das dann, effektiv sind und dass die Übertragungswege dadurch blockiert werden. Sonst brauchen wir den Aufwand nicht betreiben. Und das heißt, da laufen jetzt laufend überall in der Welt im Grunde Studien, die das nachweisen. Und natürlich auch, wie gefährlich ist solch ein Virus im Krankenhaus? Denn das ist das, wo wir ja ganz besondere krankenhaushygienische Maßnahmen ergreifen, wo wir besonders Angst haben, weil da viele Patienten sind, die gefährdet sind, eine solche Infektion zu bekommen. Und da ist es immer ganz wichtig zu verstehen, ist das ein Erreger, der sowieso überall weitergegeben wird oder wird er im Krankenhaus zum Beispiel nochmal besonders häufig von Patient zu Patient übertragen? Und was müssen wir dann dort für Maßnahmen treffen? Sie wissen, viele Patienten sind nicht in die Klinik gekommen, weil sie Angst hatten vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Und das war in der frühen Phase natürlich tatsächlich eine Frage, die keiner so genau beantworten konnte. Heute wissen wir, müssen die Patienten isolieren, aber wir können auch im Grunde sehr viel besser damit umgehen, auch weil wir Diagnostik haben. So, dann gibt es noch die zwei letzten Punkte. Jemand, der erkrankt ist, den wollen wir therapieren können. Und da ist auch immer ganz wichtig, dass auf der Suche nach Therapiemöglichkeiten wir im Grunde zwei Konzepte haben. Wir haben erregerspezifische Therapien, in diesem Fall zum Beispiel das Remdesivir. Das wendet sich direkt gegen das Virus, wirkt also antiviral. Und wir haben aber auch viele Therapien, die getestet werden, die symptomatisch sind, die bestimmte Symptome lindern, die aber eigentlich das Virus nicht eliminieren. Und dazu gehören zum Beispiel Therapien wie eine Immunstimulation, die verhindern sollen, dass der Erreger überhaupt Fuß fassen kann. Dazu gehört zum Beispiel die Studien, die laufen mit dem BCG-Impfstoff, also ein Tuberkulose-Impfstoff. Man stellt sich vor, dass die Impfung dagegen möglicherweise das Immunsystem so stärkt, dass dann eine Infektion mit dem Coronavirus weniger wahrscheinlich ist. Nicht unmöglich, aber weniger wahrscheinlich. Und das können Sie sich auch vorstellen, das ist schwierig eigentlich in Studien zu untersuchen. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich die Immunsuppression. Sie wissen, viele der Corona-Patienten haben eine sehr starke Immunaktivierung, zumindest die, die ganz schwer krank sind. Und da hat man jetzt auch viele Ansätze angetreten, um zu versuchen, dieses zu verhindern. Und dieses in Schach zu bekommen. Auch durch die Medien ging zum Beispiel auch Dexamethason, das ist Cortison. Das kennen Sie aus Erkrankungen, die eine überschießende Immunantwort haben. Und das wird deshalb auch hier natürlich eingesetzt und geprüft in Studien. Und zuletzt haben wir natürlich die Impfung. Das ist in der Pandemie eigentlich dann immer die letztendliche Rettung, denn wir können nur durch Immunität in der Bevölkerung oder eben durch einen Impfstoff, der die Immunität induziert, verhindern, dass sich das Virus dann weiter ausbreitet.
Ich wollte auch mal eingehen auf die imminenten Gefahren, die wir so sehen. Und Sie können das wirklich tagtäglich beobachten. Im Moment ist ja wirklich alles in den Medien, einschließlich der Publikationen, die so gemacht werden. Und alles muss ja schnell sein. Und man muss natürlich sehr aufpassen, dass Forschungsergebnisse nicht zu schnell veröffentlicht werden. Normalerweise gibt es etwas, das heißt ein Peer Review Process. Das heißt, da sind Gutachter aus, die vom Fach sind, die beauftragt werden, sich einen solchen Artikel, bevor veröffentlicht wird, anzuschauen und ihn zu bewerten, Kommentare dazu an die Autoren zu schreiben und es wirklich kritisch zu beobachten oder zu analysieren, ob es denn da vielleicht auch zu rasche Schlussfolgerungen gibt, ob vielleicht Dinge nicht gründlich genug erarbeitet worden sind. Das ist ganz typisch in dieser Situation, dass die Tendenz dazu ist, man muss schnell publizieren, schnell die Ergebnisse raushauen. Es gibt jetzt auch so Preprint-Server, die sehr, sehr viel genutzt wurden, seit es Corona gibt, in dem die Autoren ihre Publikationen schon einstellen, bevor die überhaupt bei den Journalen angenommen sind. Und dann bleibt es jedem Leser überlassen, das selbst zu prüfen, aber das ist natürlich für einen Nicht-Experten nicht so einfach. Und insofern ist einfach immer diese Warnung da, dass man ein bisschen aufpassen muss. In der Klinik ist es eigentlich ein ähnliches Phänomen zu sehen. Die Ärzte sind potenziell verzweifelt, die haben sehr schwere Fälle und wollen natürlich ausprobieren, was denn dem Patienten helfen könnte. Und da macht man den sogenannten Heilversuch, statt dass man kontrollierte Studien macht. Das hat eine lange Geschichte, Sie haben heute auch schon einiges dazu gehört. Aber die Idee einer kontrollierten Studie ist, dass man wirklich hinterher Evidenz hat, dass eine bestimmte Therapie gegenüber einer anderen oder gegenüber keiner Therapie besser ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn es hinterher darum geht, so etwas dann großflächig anzuwenden für ein ganzes Land, für ganz Europa, dann muss man schon verstehen, ob diese Therapie wirklich wirkt. Und man darf nie vergessen, dass auch jede Therapie Nebenwirkungen hat. Und insofern lohnt sich die Geduld zu haben, gute, kontrollierte Studien durchzuführen. Offen ist natürlich in einer Pandemie lange oft, welche klinischen Endpunkte die besten sind, ob man zum Beispiel Schweregrad der Erkrankung das bemisst oder einfach nur Infektion, immer wieder eine lange Diskussion. Und dann natürlich, was so die genaue Indikationsstellung sein soll, zum Beispiel bei Corona ist es ja so, dass nur einige Patienten sehr schwer krank werden, dass es da bestimmte Zeitpunkte sind, wo dann die überschießende Immunantwort im Vordergrund steht und ob man zum Beispiel mit bestimmten Therapeutika nur dann therapieren sollte und wie man dann dieses Zeitfenster denn genau definiert. Das ist alles gar nicht so einfach, aber wir sehen auch, wie wir jeden Tag da schlauer und besser werden. Und in der Regulation, da gibt es natürlich auch ähnliche Probleme. Da ist es so, dass wir sind eine Art Reviewer, Peer-Reviewer für Arzneimittel. Wir gucken uns hinterher nochmal alle Daten an, machen aus 30.000 Seiten ein paar Seiten, die das alles zusammenfassen und bewerten. Also wirklich sehr ähnlich dem Publikationsprozess in der Forschung. Und auch hier sehen wir natürlich, hier ist Zeitdruck da, hier ist öffentlicher und politischer Druck da und man muss sich natürlich überlegen, angesichts des großen Bedürfnisses, des Clinical Need für einen Impfstoff, wie man trotzdem die gute regulatorische Praxis sozusagen wahrt. Gut, ich habe schon angesprochen, Zeit ist ein ganz großer Faktor. Inkubationszeit von der Infektion, bis sich die Erkrankung dann manifestiert, dann die Zeit bis zu dem Ergebnis der Diagnostik, da können 24 Stunden vergehen, manchmal länger. Was bedeutet das denn, wenn ich vor 2 Tagen negatives Ergebnis hatte für das Coronavirus, ist es heute vielleicht schon anders? Dauer und Verlauf der Erkrankung, dann die Dauer bis zum Einsetzen der Immunität ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und selbstverständlich die Dauer der Infektiosität. Wie lange ist jemand, der erkrankt ist oder infiziert wurde, wie lange kann der denn dann wiederum andere anstecken? Das heißt, wir haben einmal eine Übertragungswahrscheinlichkeit und dann auch eine Infektionsrate. Und die beeinflussen letztendlich dann insgesamt den Verlauf. Ich habe also einen Kontakt. Ab dem Moment, in dem ich mit jemandem Infizierten in Kontakt war, gilt die Inkubationszeit. Das sind so 2 Wochen etwa bei Corona. Ich bin ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch infektiös. Und dann stellt sich raus, ob ich erkranke oder nicht. Und dann gibt es Menschen, die keine
Manifestation haben der Erkrankung und dann sofort auch schon immun werden, andere, die nicht immun werden. Es gibt Menschen, die leicht erkranken, das würde ich mal so die Phase 1 nennen. Die haben primär respiratorisches oder gastrointestinales Krankheitsbild und einige wenige kommen dann in diesen schweren Verlauf rein. Und dieses müssen wir noch in Zukunft besser verstehen und dazu dient auch die Forschung, die im Moment finanziert wird. Dann war natürlich eine wichtige Frage, wie lange dauert denn so eine Entwicklung und eine Zulassung von einem neuen Arzneimittel oder einem Impfstoff? Das ist vorhin schon angesprochen worden, das kann sehr, sehr lange sein. Manchmal zum Beispiel für den Malaria-Impfstoff, der vor einigen Jahren erstmals ein positives Votum bekommen hat vom CAMP. Das waren 30 Jahre fast Entwicklung, die da drin gesteckt haben. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Ebola-Impfstoff, da ist so die Marke gewesen, 6 Jahre etwa bis zur Zulassung. Das ist auch viel zu lange, würden wir jetzt sagen, angesichts von Corona und der weltweiten Ausbreitung. Und so gibt es eben viele Überlegungen, das nennt sich dann auch Pandemic Preparedness, wie man in solchen Situationen vielleicht diese Zeit verkürzen kann. Ich werde nachher zu Impfstoffen speziell auch nochmal was sagen, aber generell gilt, bei Remdesivir zum Beispiel haben wir ja auch ein Repurposing von einem Arzneimittel gesehen, das hat die Kollegin vorher schon Ihnen vorgestellt. Dann gibt es Plattformtechnologien, das bedeutet, das sind Technologien, die vielleicht auch zum Beispiel für einen anderen Impfstoff entwickelt wurden, die man aber jetzt nutzen kann, um mit derselben Technik und ganz ähnlich aufgebaut jetzt einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Auch dazu sage ich nachher nochmal was. Und da muss man sich natürlich überlegen, für die klinische Prüfung, wie viel braucht man denn wovon? Man prüft also immer die Arzneimittelsicherheit bei Impfstoffen, die Immunogenität natürlich und die Wirksamkeit. Und natürlich stehen wir jetzt da vor einer neuen Herausforderung. Die Epidemiologie verändert sich in der Pandemie und im Moment ist es so, dass es ja rückläufig ist, sowohl in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Und damit macht es natürlich schwieriger, hinterher Fälle in den klinischen Studien zusammenzubekommen, also Personen, die tatsächlich dann an Corona erkranken, sodass auch da die Lage einfach sehr viel komplizierter geworden ist und man regulatorisch dann sehr genau überlegen muss, wie man da vorgeht. Auf die Frage Zeit bis zur Zulassung von Impfstoffen, Therapeutika, also wenn es quasi schon fast entwickeltes Produkt gibt, dann ist es normalerweise ein normales Verfahren bei der EMA, sind dann für ein zentrales Verfahren so 200 Tage. Für ein Accelerated Assessment sind das 150 Tage. Und was jetzt gemacht wird, ist ein Rolling Review. Das heißt, das beginnt im Grunde damit, dass Firmen bei der EMA vorstellig werden, ihre Produkte darstellen und dass man dann versucht, Teams zusammenzustellen, die sich dann stückweise die Daten, die entstehen aus den unterschiedlichen Phasen, also präklinische Untersuchungen hier, Herstellungen, wie die gemacht wird, wie die Qualität kontrolliert wird und dann die klinischen Prüfungen einfach Stück für Stück anschaut, um dadurch zu versuchen, nochmal ein bisschen Zeit zu gewinnen und etwas schneller zur Zulassung zu kommen. Aber de facto führt einfach kein Weg darum herum, dass man hier einfach Daten zusammen haben muss, sonst wäre es natürlich unverantwortlich, solche Produkte für die Anwendung am Menschen zuzulassen. Ich hatte vorhin das Wort Pandemic Preparedness schon eingeführt. Das bezieht sich auf Impfstoff und auch Diagnostikaentwicklung. Die sind eng miteinander verquickt, weil wir eine gute Diagnostik brauchen, um dann auch zu wissen, ob wir hinterher Fälle haben, zum Beispiel in der klinischen Studie, aber auch natürlich, um die Immunogenität der Impfstoffe nachzuweisen. Und wir haben einmal hier Stichwort Plattformtechnologien. Hier haben wir zum Beispiel Vektoren, Adenovektoren, Virusvektoren, in die man dann zum Beispiel Proteine von Ebola oder jetzt SARS-Corona einsetzen kann oder eine mRNA-Entwicklungsplattform, bei dem man dann weiß, wie man die mRNA grundsätzlich entwickelt und man macht das dann immer gleich. Sowas ist etwas, wo man dann
hofft eigentlich, man weiß es noch nicht genau, dass man in der Zukunft sehr davon profitieren kann, dass man einfach den Erreger austauscht, dass man aber diese Plattform schon kennt, dass man auch Sicherheitsdaten schon hat, Erfahrung sozusagen mit anderen Impfstoffen im Menschen und dass man dann sagt, okay, wenn wir jetzt dieses Protein austauschen, dann hoffen wir, dass das nicht sehr stark die Sicherheitsaspekte vor allem verändert. Und man wird natürlich dann ausprobieren müssen, welche Plattformtechnologie für welche Erregerkonstellation gut ist. Und da haben wir das Glück, dass in den vergangenen Jahren, gerade jetzt zum Beispiel für Ebola, Lassa und andere wirklich sehr letale Erkrankungen bereits solche Systeme entwickelt wurden, dass wir die auch zur Verfügung haben und dass die jetzt in der Corona-Krise genutzt werden konnten. Die Impfstoffentwicklung ist Ihnen grundsätzlich vorhin schon dargestellt worden. Wir haben verschiedene Phasen und wichtig, was ich noch hervorheben will, ist die Herstellung. Da ist wichtig die Skalierbarkeit, dass wir also in großen Mengen herstellen können, denn es sind viele Menschen, die geimpft werden sollen. Es ist wichtig, dass es klinische Studiennetzwerke zum Beispiel gibt, die dann schnell Impfstoffe testen können und auch rechtzeitig regulatorische Hürden zu erkennen. Und dann ist natürlich wichtig, wenn wir überhaupt dazu kommen wollen, viele Menschen zu impfen, dann brauchen wir Herstellungskapazitäten, also entsprechende Standorte, Lagerkapazitäten und wir müssen wissen, wie wir den Impfstoff verteilen. Es muss Ideen geben, wen wir zuerst impfen, wer die Risikogruppen sind und dann noch ein Pharmakovigilanzkonzept. Und das habe ich hier für Sie nochmal ein bisschen aufgelistet. Das vergisst man immer gerne. Aber in dem Moment, wo ein neuer Impfstoff eingeführt wird, brauchen wir auch Pharmakovigilanz. Bedeutet, wir sammeln, verarbeiten Daten über Nebenwirkungen, wir detektieren Signale, sogenannte Signale, also neue oder veränderte Sicherheitsmerkmale. Wir interpretieren dann die Datenlage und müssen dann uns Gedanken machen, ob man da was melden muss oder Warnmeldungen zum Beispiel rausgeben. Und das ist alles ganz wichtig, weil das einfach in Public Health Aspekt dann den Schutz der Bevölkerung einfließt und eventuell auch regulatorische Maßnahmen nach sich zieht. Zum Beispiel das Versagen einer Zulassung, wenn man sehen würde, dass ein Produkt gar nicht wirkt, aber viele, viele Nebenwirkungen hat. Was sind so die Voraussetzungen für einen guten Impfstoff? Also ich habe hier einfach Ihnen mal rauskopiert, es gibt allein viele Pharmafirmen, die schon an Impfstoffen arbeiten. Es gibt auch nochmal viele akademische Labors in den Universitäten und Forschungsinstituten, die auch Impfstoffentwicklungen haben. Und was natürlich wichtig ist, wollen eine gute Verträglichkeit, möglichst keine Nebenwirkungen. Bei Covid-19 spezifisch ist eine Sorge, dass zum Beispiel Antikörper, die nicht neutralisierende Wirkung haben, zur Verstärkung sogar der Viruserkrankung beitragen könnten. Das gibt es zum Beispiel bei Dengue-Viren. Es ist etwas Seltenes an und für sich. Aber es ist natürlich immer etwas, was man bei solchen Impfstoffen mit bedenken muss und eben unser Job auch da mit drüber nachzudenken und es zu bewerten, für wie wahrscheinlich wir das bei welchem Impfstoff halten. Dann gibt es den Aspekt der Wirksamkeit. Da will man bei einem Impfstoff immer idealerweise wissen, wie funktioniert der, was ist das Korrelat der Protektion. Wirkt. Wir wollen dann wissen, wie ist die Schutzrate und induziert dieser Impfstoff dauerhafte Immunität? Und was ist zum Beispiel dauerhafte Immunität? Womit wären Sie zufrieden? Ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre? Wir können keine 10 Jahre warten, bis wir das wissen. Also wird es auch etwas sein, was man Postmarketing dann untersuchen wird und versuchen wird zu verstehen, ob diese Impfung, sagen wir mal im Jahr 2021, dann auch tatsächlich 2031 noch bei der Mehrheit, die geimpft wurden, noch vorherrscht. Solche Konzepte muss man auch entwickeln. Und pandemiespezifisch gibt es noch ein paar Aspekte der Herstellung. Ich hatte es schon gesagt, wir brauchen viel Impfstoff, also große Herstellungskapazitäten. Die Herstellung sollte standardisierbar sein. Das ist wichtig, damit das einfach auch schneller und besser sich umsetzen lässt. Und das sind zum Teil Vorteile dieser neueren biotechnologischen Verfahren, die jetzt gerade auch viel angewendet werden, zum Beispiel jetzt RNA- und DNA-Impfstoffe, die sind neu. Wir haben
bisher auf dieser Basis noch keine Impfstoffe zugelassen, aber wenn es funktioniert, wenn wir da eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit der Impfstoffe zeigen können, dann wäre es natürlich so, dass die große Vorteile in der Herstellung hätten und wir damit leichter unter Umständen an die Massenware kämen. Aber auch das ist nicht gesagt und muss im Moment einfach auch nochmal bewiesen werden in dieser Situation. Aber das ist einfach, um nochmal zu erläutern, warum vielleicht manche dieser Impfstoffe, die bisher eben noch nie angewendet wurden, jetzt auch so an Drive gewonnen haben. Ich wollte Ihnen jetzt nochmal einen kurzen Überblick über die Forschung geben, Ihnen nochmal klar machen, es gibt viele, viele nationale Förderinitiativen. Allein in Deutschland gibt es Forschungsförderung aus verschiedensten Töpfen. Hier die obere Reihe, unten sehen Sie hier für Österreich. Wir haben in Frankreich in Serum und dort haben wir auch ein Vaccine Research Institute. Wir haben in der Schweiz ein Swiss Vaccine Research Institute und den Schweizer Nationalfonds. Und die fördern alle Projekte in diesem Bereich. Und was können wir jetzt als regulatorische Behörde da schon machen in dieser frühen Phase? Wir können wissenschaftliche Beratung durchführen, nationale wissenschaftliche Beratung. Das machen wir häufig. Das haben auch andere regulatorische Behörden, so eine Art Innovationsbüro, in dem wir hier zum Beispiel in der Discovery Phase schon einsteigen mit so Kick-Offs-Meetings und dann im Verlauf immer wieder nationale Beratung durchführen und diese Produkte quasi begleiten. Wir haben auch jetzt im Rahmen der Infektiologie gibt es in Deutschland ein Netzwerk, das DCIF, und da haben wir auch vor vielen Jahren schon ein eigenes Office dafür gegründet, Ampai, wo wir beraten, weil wir der Meinung sind, there is no translation without regulation, also das heißt, an der Regulation kommt man am Ende nicht vorbei. Auf EU-Ebene sehen Sie, dass es auch wieder sehr viele verschiedene Förderprogramme gibt. Einmal natürlich die Europäische Kommission mit dem Horizon 2020-Programm, dann Elixir, das auch große Plattformen finanziert und Wissensaustausch, IMI, das ist das Public-Private Partnership mit der Pharmaindustrie, hat gerade etwa 70 Millionen Euro ausgeschüttet für Corona, und EDCTP, ein Programm, das in Afrika vor allem klinische Studien durchführt und da auch Projekte fördert. Ich habe Ihnen einfach nur mal einen Überblick zu geben, rausgesucht, was die IMI-geförderten Projekte sind, die auf der Homepage von IMI zu finden sind. Und Sie sehen, wir unterscheiden hier Diagnostikprojekte und Therapieprojekte. Und wichtig ist zu sagen, bei der Diagnostik geht es eben darum, schnelle Diagnostik zu haben mit Multiplex-Methoden. Das heißt, idealerweise wollen wir nicht nur Corona, sondern gleich mehrere respiratorische Erreger nachweisen. Und auch wichtig ist möglicherweise eine Vor-Ort-Diagnostik, damit die Patienten gar nicht erst in die Klinik gehen müssen und vielleicht beim Hausarzt schon getestet werden können oder die Proben auch nicht versandt werden müssen zu einem Labor. Bei den Therapieprojekten geht es primär um Drug Repurposing, dann auch neue Ideen für Neuentwicklungen und auch solche klinischen Studiennetzwerke. Sie haben gesehen, die Impfstoffe haben wir in gewisser Weise vermisst in diesem Portfolio. Die finden Sie hier. CEPI, die Coalition of Epidemic Preparedness Initiative, ist ein ganz wichtiger Player im Moment in der Corona-Phase. Das ist ein Netz oder ein Förderinstrument, mit dem bisher schon diese Plattformtechnologien unterstützt worden sind. Und diese werden jetzt teilweise dann genutzt für Projekte für Impfstoffentwicklung auch gegen Covid-19. Und wir haben dann noch die Bill und Melinda Gates Foundation, die dann sehr früh auch erkannt hat, dass es nicht nur darum geht, Impfstoffentwicklung zu fördern, sondern auch die Herstellung und die Verteilung, und die tatsächlich jetzt auch neue Standorte für die Herstellung gegründet hat oder baut, damit entsprechend dann weltweit Impfstoff erhältlich sein wird. Das heißt, wir verwenden zunächst eine Forschungsförderung für die Entwicklung von Impfstoffkonzepten im Grunde, und dann muss es zur Translation kommen. Wir haben gerade gesehen, es gibt dazu nationale Fördermittel, europäische Programme und internationale Programme. Jetzt ist es auch typisch für solch eine Pandemie oder so eine Situation, dass das natürlich noch nicht sehr koordiniert abläuft. Das heißt, es kann gut sein, dass ähnliche Ideen in Frankreich und Deutschland entstanden sind und bearbeitet werden. Das ist jetzt etwas, was noch so sukzessive jetzt auch etwas besser koordiniert werden wird, um sozusagen nicht doppelt zu investieren.
und die Gelder sinnvoll zu verwenden. Da gibt es jetzt eine Initiativen, den ACT Accelerator Access to COVID Tools. Da geht es auch darum, insgesamt eine Verbesserung der Versorgung dann in der Covid-Pandemie zu erreichen. Einmal möchte man sich um das Thema Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen kümmern, dann zum Zweiten den Zugang zu Behandlungen, auch das, wenn es jetzt zum Beispiel neue antivirale Medikamente in Europa verfügbar sind oder in den USA, die müssen weltweit verfügbar sein. Wir können eine solche Pandemie nur beenden, wenn wir global einsatzfähig sind und auch global behandeln können. Bedeutet auch, wir benötigen Diagnostik. Sie wissen sicherlich, dass viele Länder das nicht in dem Ausmaß tun können, wie das in unserer Region möglich ist. Und die Gesundheitssysteme müssen entsprechend auch gestärkt und ausgebaut werden, um mit dieser Pandemie umzugehen. Das ist leichter in Europa, aber auch da waren Veränderungen notwendig. Es ist sicherlich in anderen Regionen noch deutlich schwieriger. Und dann gibt es jetzt noch zum Beispiel hier noch zwei amerikanische auch Initiativen. ACTIVE is Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines. Und hier Operation Warp Speed, das ist auch für Impfstoffentwicklung, diese beiden, die auch versuchen, eher auch dann von den USA ausgehend global zu agieren und hier dafür zu sorgen, dass sehr rechtzeitig Impfstoffe dann auch zur Verfügung gestellt werden können. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation, möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich nachher auf eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank, Isabel, für den spannenden Beitrag. Auch danke an alle Teilnehmer, die schon einige Fragen in den Chat gepostet haben. Bitte weiter die Fragen stellen. Wir haben jetzt unseren letzten Vortrag. Jetzt schauen wir uns nämlich die Patientenperspektive an. EuPathy hat ja zum Ziel, dass möglichst Patienten in die Forschung und Entwicklung involviert sein können. Tamás, wie schaut das denn hier bei der Covid-Forschung aus? Ja, vielen Dank, Klaas, und auch ganz vielen Dank für die Organisationsarbeit, die du geleistet hast. Das war eigentlich, es freut mich sehr, jetzt dabei zu sein und hier mit Ihnen oder mit Ihnen darüber reden zu können, beziehungsweise ein bisschen das erläutern zu können, wie das mit der Patienteneinbindung in der Covid-Forschung aussieht. Es sieht eigentlich nicht so sehr gut aus, das muss ich schon sagen, und ich werde das auch ganz kurz fassen und versuche darauf zu konzentrieren, warum wir das überhaupt für wichtig halten, dass Patienteneinbindung auch bei der Covid-Forschung passiert und nicht nur in der sonstigen medizinischen Forschung, wo das schon einigermaßen gang und gäbe oder Standard ist. Ich werde hier nicht sehr lange darüber reden, wie der Umfeld aussieht, damit wir dann mehr Zeit für Fragen und Antworten haben. Aber es muss ja gesehen werden, wir müssen einsehen, dass Patienten-Communities mittlerweile wesentlich besser vernetzt sind und mehr entwickelt sind, als sie einst waren, und dass sie auch gewisse und sogar starke Kapazitäten auch bei der Forschung und Entwicklung und bei der Mitrede in der Forschung und Entwicklung entwickelt haben in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, was eigentlich auch mit der Tradition in bestimmten Krankheitsgebieten, aber auch mit der technologischen Entwicklung verbunden ist. Was ist es überhaupt, was Patienten wollen? Also warum machen wir Patienten Advocacy oder Aktivismus? Das ist natürlich die frühzeitige und fehlerfreie Diagnosestellung, die für uns unbedingt wichtig ist. Auch, dass die richtige Therapie und Versorgung für den richtigen Patienten zur rechten Zeit auch zur Verfügung steht. Dass diese Therapien gut verträglich und kurativ sind, und zwar für jeden Patient, der diese benötigt.
Wir wollen auch Über- und Untertherapie und ineffektive Behandlungen vermeiden. Das ist ja auch sinnvoll. Und wir wollen natürlich auch ein nachhaltiges Gesundheitssystem. Und besonders im Falle einer Pandemie, wo so viele Schläge eigentlich auf die Gesundheitssysteme zukommen und diese so stark belastet sind, ist es eine besonders brennende Frage, zu welchem Ausmaß dann eben diese Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems aufrechterhalten werden kann. Und wir wollen natürlich auch neue therapeutische, diagnostische und prognostische Ansätze ermöglichen. Das heißt, Patienten beschäftigen sich auch mit dem Verständnis der Biologie der Erkrankungen, auch mit dem Verständnis der individuellen Eigenschaften eines jeden Patienten und auch, was die individuellen Patientenpräferenzen sind. Und da ist es besonders wichtig, auch bei der Covid-19-Forschung, dass Patienten zu Wort kommen und dass sie aktiv in die Forschung und Entwicklung eingebunden werden. Also was haben wir bis jetzt in diesem Feld? Und leider muss ich sagen, dass wir bis dato keine Patienteneinbindung in dieser Forschung gesehen haben. Aber das ist auch teilweise verständlich, weil der Zeitdruck sehr groß ist, auch weil es keine Patientenorganisationen gibt, die sich spezifisch mit Covid-19 beschäftigen. Und wie das früher schon mehrmals erwähnt wurde, das sind eigentlich gesunde Menschen, die geimpft werden sollen. Also wie könnten sie natürlich einer Patientenorganisation angehören, wenn sie sowieso gesund sind. Also das macht so einigermaßen auch Sinn. Und diese Verbrauchergruppen sind noch nicht zustande gekommen, die vielleicht diese Arbeit oder diese Einbindung übernehmen könnten. Allerdings gab es nicht einmal sinnvolle Einladungen zu solcher Patienteneinbindung. Und das gilt nicht nur für Europa, sondern insgesamt global für die ganze Welt. Zurzeit sehen wir, dass Patienten weder bei der Bestimmung der Forschungsprioritäten noch bei der Protokollgestaltung noch bei den ethischen Überlegungen systematisch eingebunden werden. Das ist halt dann längerfristig problematisch, was ich dann in den nächsten Folien auch ein bisschen zeigen werde. Patienten, Patientinnen sollten auch bei der Bestimmung von optimalen Outcomes, also Ergebnissen, eingebunden werden, damit sie dann bestimmen können, was für Patienten oder Gruppen von Betroffenen als relevante Ergebnisse gelten. Aber wir wissen auch, und das wurde jetzt auch von Frau Professor vor kurzem erwähnt, dass sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland etliche solche Projekte laufen, wo diese Forschung betrieben wird. Und andererseits gibt es auch Projekte, Eupathy, aber nicht nur Eupathy, die ganz spezifisch sich damit beschäftigen, dass Bildung und Informationen für Patienten zur Verfügung stehen. Also dass diese Bildungsarbeit im Hintergrund eigentlich schon seit Jahren betrieben wird. Warum das eigentlich Sinn machen würde, ist, weil wir gleichzeitig auch diesen Zuwachs an wissenschaftsgegnerischen oder wissenschaftsskeptischen Meinungen sehen. Und das kennen Sie sicherlich aus dem Internet, besonders von Facebook oder von Twitter. Es gibt jede Menge Conspiracy Theories, Verschwörungstheorien, die verbreitet werden. Und wir sehen auch, und das wissen wir eigentlich auch aus der Sozialpsychologie, dass diese dann, also die Menge von solchen Verschwörungstheorien zunehmen, wenn die Angst steigt, aber auch wenn ein Informationsmangel da ist in der öffentlichen Meinung. Das führt alles also zu Verschwörungstheorien, zum Rassismus und zur Xenophobie, also Fremdenhass, zu einem gewissen Ausmaß von Paranoia, ein Verlust an Vertrauen, irrationale Ängste
und eine vollkommen unbegründete Risikofreudigkeit, was Sie auch in den Nachrichten jetzt besonders zum Beispiel in Florida oder auch sonst wo in den Vereinigten Staaten sehen können. Und wir wissen eigentlich aus Erfahrung aus anderen Krankheitsgebieten und aus der medizinischen Entwicklung im Allgemeinen, dass die Zusammenarbeit mit Patienten und besonders mit Patientenorganisationen eigentlich diese Probleme mindern könnte. Dass wenn man zuverlässige Informationen systematisch verteilt und dabei können eigentlich Patienten und Patientenorganisationen sehr viel Hilfe leisten, damit können wir eigentlich auch effektiv gegen diesen Phänomenen kämpfen. Die ersten Schritte werden jetzt schon getätigt. In Kürze wird in der BMJ, also in der British Medical Journal, ein Artikel veröffentlicht, in 10 Tagen ungefähr, wo eigentlich die ersten Ratschläge dafür gegeben werden, wie man mit Patienten auch in der Impfstoffentwicklung zusammenarbeiten könnte, mit Betracht auch auf Covid-19. Und es gibt auch schon einige Reviews, einige Artikel, die eben diese Frage besprechen oder darüber diskutieren, die sind im Internet zu finden. Die wurden jetzt noch nicht in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, aber das kommt auch in Kürze. Also es gibt schon einige ersten Maßnahmen, die eben eine solche systematische Patientenbildung anzielen. Und ich muss auch sagen, dass die Patientenorganisationen schon dazu bereit sind. Wenn Sie im Internet umschauen, auf den Webseiten von den Patientenorganisationen oder auch im Facebook, wenn Sie die Seiten von verschiedenen Patientenverbänden sich anschauen, Sie werden sehen, dass eine wirklich sehr beeindruckende Sammlung von verschiedenen Informationen, auch wissenschaftlich begründete Informationen, verfügbar sind, die eben die Patienten-Communities, die Patientenorganisationen gesammelt haben und auch systematisch verteilen, eben um diese zunehmende Welle, diese wachsende Welle von Fehlinformationen irgendwie diese eine Grenze zu setzen. Also es sieht nicht so düster aus, aber zurzeit passiert keine aktive Patienteneinbindung in diesem Gebiet. Und unser Fazit ist, dass wir brauchen natürlich sichere und effektive Forschung und Innovation, sowohl in Deutschland, aber auch in anderen, also in unseren Dachländern auch. Wir müssen darauf bestehen, dass reale Patientenpräferenzen im Vordergrund stehen, dass Patientennutzen auf jeden Fall in Betracht gezogen wird, wobei wir auch verstehen, dass es in diesem Fall schwer zu beurteilen ist, wer der Patient oder die Patientin ist, weil bei Impfungen ja gesunde Menschen geimpft werden sollen. Außerdem müssen oder wir können uns auch darauf verlassen, dass Patienten und Patientenverbände mittlerweile auf der europäischen und auf der internationalen Ebene viel Einfluss nehmen können auf Förderprogramme. Und das gilt auch für Deutschland, wobei Deutsche da leider relativ selten vertreten sind. Und wir von EUPATHI, sowohl von EUPATHI Europa, aber auch EUPATHI Österreich, Schweiz und EUPATHI Deutschland, sind hier vorbereitet und auch gerne bereit, dabei durch Bildung und durch Förderung der Patientenpartizipation einen Beitrag zu leisten. Und damit beende ich auch meinen Vortrag und ich schlage vor, dass wir eher noch ein bisschen Zeit mit den Fragen verbringen, weil es eigentlich ganz interessante Fragen gab auf der Liste.
Klaas, willst du vielleicht mit den Fragen anfangen? Ja, vielen Dank, Tamás, auch für deinen Beitrag. Es gab in der Tat schon einige Fragen im Chat und die möchte ich jetzt auch vorlesen. Eine erste Frage, die vielleicht auch direkt gleich an dich gerichtet ist, Tamás. Covid-Patienten können ja erst in die Impfstoffforschung eingebunden werden, wenn feststeht, dass eine durchgemachte Erkrankung keine Immunität erzeugt. Das weiß man ja auch noch nicht wirklich. Es ist also insofern ein Dilemma mit dem Patienteneinbezug, Fragezeichen. Ja, das ist ein Dilemma, aber das soll uns nicht davon zurückhalten, dass wir mindestens damit anfangen, eben diese Fragen zu besprechen. Also das sollte es nicht unmöglich machen, dass Patienteneinbindung passiert, sondern wir sollten einfach mal gemeinsam, also zusammen uns anschauen, Patienten, Forscher und Pharmaunternehmen und auch die Behörden, wie das machbar ist und wie das sinnvoll gestaltet werden kann. Also was wir auf jeden Fall erreichen wollen, ist, dass Patienten genauso, wie das eigentlich jetzt schon bei der medizinischen Entwicklung und Forschung passiert, dass Patienten auf Augenhöhe eingebunden werden. Und wenn es in der Diskussionsphase passiert, das ist auch recht. Also das ist auch gut, das ist auch Patienteneinbindung. Aber dass man gleichberechtigt am Tisch sitzt, das ist eigentlich das ist unser Ziel. Und da ist eigentlich die Biologie kein ausschließender Faktor, sondern einfach muss man eben diese Diskussion, diesen Dialog oder mit diesem Dialog anfangen. Aber ich kann sehen, dass Isabel dazu noch etwas sagen will. Ja, also ich würde gerne da ergänzen. Es ist nämlich tatsächlich ein Dilemma. In der Infektiologie im Allgemeinen gibt es keine Patientengruppen. Warum? Weil das in der Regel so ist, die Infektion kommt, sie heilt aus. Es gibt nur wenige Infektionen, die wirklich sehr, sehr lange dauern. Und mit zum Beispiel Antibiotika sind die Patienten dann schnell behandelt. Und insofern hat sich das nicht, diese Tradition da nicht ausgebildet, aber tatsächlich wäre es sehr, sehr hilfreich. Was man natürlich überlegen könnte jetzt vor dem Hintergrund von Covid, ist, ob es nicht auch die Risikopatienten sind, die hier zu Wort kommen könnten. Das betrifft nämlich zum Beispiel die Situation, die vorhin schon mal jemand als Frage geschrieben hatte im Chat, ob nicht auch Risikopatienten in den klinischen Studien eingebunden werden sollten oder ab wann. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was sehr viel diskutiert wird, schon gleich ab Phase 1 oder erst später. Und das ist, denke ich, etwas, wo man tatsächlich auch ruhig die Patientenstimme hören könnte. Absolut. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist auch, dass jetzt derzeit ja gerade die Politik wie oft auch daran arbeitet, die Versorgungskette zu optimieren. Und ich glaube, auch hier wäre das Feedback von bereits Erkrankten, die diese Erlebnisse hatten, ganz, ganz wertvoll, um weitere Verbesserungen zu ermöglichen. Aber auch das findet zumindest in Österreich derzeit noch nicht statt. Eine weitere Frage, die vielleicht auch direkt an dich gerichtet sein könnte, Isabel, gibt es denn noch diese Einteilung in Impfstoffe aus toten Viren, aus halblebendigen Viren und Impfstoffe, die nur Antikörper produzieren? Also tote und lebende Impfstoffe, diese Unterscheidung gibt es immer noch. Und das gilt auch für alle klassischen Impfstoffe. Man kann inzwischen gar nicht mehr sagen, ob ein Totimpfstoff schlechter ist als ein Lebendimpfstoff. Das gibt es einige Beispiele, wo das umgekehrt ist. Und insofern, das sind alles beides gleichwertige Konzepte. Jetzt Antikörper induzieren alle Impfstoffe. Im Prinzip ist das Maß, mit dem wir beurteilen, ob ein Impfstoff immunogen ist, bis heute zumindest immer die Antikörperinduktion. Wir reden heute auch viel über andere Immunparameter, aber in der Realität ist es das einzige Maß, das wir wirklich quantifizieren können. Wir wissen noch nicht, jetzt gerade bei viralen Erkrankungen, wie gut zum Beispiel das Messen der T-Zell-Immunität ist.
und ob das gleichwertig wäre oder übertragbar ist. Und das müsste dann, müssen die Firmen müssen sowas in der klinischen Studie dann zeigen. Und daran fehlt es uns einfach noch ein bisschen. Und häufig sind Antikörper tatsächlich das, was ich vorhin als Korrelat der Protektion genannt hatte. Das heißt, sie können ein Virus neutralisieren, dass es gar nicht mehr infizieren kann. Sie können zum Beispiel Toxine neutralisieren, wie bei Diphtherie und Tetanus. Und die T-Zellen, deren Rolle ist einfach deutlich unklarer. Und insofern ist das auch jetzt für Covid-19 könnte relevant sein, ist aber einfach nicht gut genug untersucht. Man wird sich deshalb auch da, man nennt, notfalls nimmt man Antikörper als was man nennt ein Surrogatparameter für Immunogenität eines Impfstoffs. Das heißt, man sagt, wir kennen das eigentliche Korrelat der Protektion nicht, aber wir gehen zum Beispiel davon aus, wenn Antikörper da sind, dann wissen wir auch, dass T-Zellen aktiviert wurden. Vielen Dank. Eine Frage, die aufkam, die bezog sich auf die klinischen Phasen. Da war eine Frage, jetzt muss ich sie schnell finden. Warum dürfen Patienten, die an Phase 1 und 2 teilgenommen haben, nicht an Phase 3 teilnehmen? Ist das so? Ja, also normalerweise einfach schon aus dem Grunde, dass man ja Daten von verschiedenen Patienten haben möchte. Man möchte ja nicht dasselbe Präparat im gleichen Patienten nochmal testen, sondern man möchte eine möglichst große Variabilität an Daten haben. Das heißt also, es macht auch methodologisch überhaupt keinen Sinn, jemand, von dem man Daten aus der früheren Phase hat, dann nochmal zu geben. Das ist eine Möglichkeit, ne? Es kommt auch darauf an, was es für ein Präparat ist. Es gibt Präparate, die wirken über einen bestimmten Zeitraum und dann kreieren sie zum Beispiel eine Resistenz. Das heißt also, der Körper findet oder es findet einen nicht Abwehrmechanismus, aber ein Prozess im Körper statt, der verhindert, dass das Präparat nochmal wirken kann. Und wenn man das nicht ausschließen kann, dass das passiert, dann ist es natürlich auch ein Faktor, dass man jemanden dann nicht zweimal drin haben will, weil wenn man dann beim zweiten Mal nichts sieht, dann ist es ja nicht deswegen, weil das Präparat nicht wirkt, sondern weil sich dann eine Resistenz aufgebaut hat. Das heißt also, grundsätzlich versucht man eben, verschiedene Patienten in die verschiedenen Studien reinzubringen. Vielen Dank, Ingrid. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, die vorher kam, die teilweise auch schon aufgegriffen wurde. Wir haben gesagt, ein Impfstoff wird an gesunden Menschen getestet. Ist es dann unklar, ob bei Patienten mit Vorerkrankungen die Nebenwirkungen dieser Impfung vielleicht stärker sind oder sogar ganz andere Nebenwirkungen auftreten könnten? Wie verhält es sich hier? Also ich kann gerne was dazu sagen. Also es ist so, dass tatsächlich man immer wieder überlegen muss, kann man extrapolieren? Das ist eine ganz große Diskussion bei der Zulassung. Kann ich von einem 40-Jährigen auf einen 80-Jährigen extrapolieren oder auf jemand, der immunsupprimiert ist? Und deshalb ist es in der Regel so, dass spätestens in der Phase 3 bestimmte Gruppen von Risikopatienten dann unbedingt inkludiert werden müssen. Ich kann natürlich, wenn jemand Immunsuppressiva bekommt, dann wird der eine andere Immunantwort haben. Von der Sicherheit, vom Sicherheitsprofil kann das ähnlich ausfallen, kann aber auch unterschiedlich sein. Denken Sie an den Lebendimpfstoff zum Beispiel. Wenn das Immunsystem den Erreger des Impfstoffs nicht gut eliminieren kann, dann wird natürlich mindestens das vielleicht etwas reaktogener sein. Aber das ist schwer, sehr schwer vorherzusehen und deshalb muss auch in diesen Gruppen jeweils der Impfstoff oder das Therapeutikum geprüft werden. Und es gibt leider, muss man sagen, keine Regeln, die man anwenden könnte, mit denen man das vorhersagen könnte. Vielleicht darf ich da noch ergänzen, man versucht ja, ein neues Medikament möglichst rasch gut verstehen zu können, die Patientenpopulation, die man untersucht oder in eine solche Studie einschließt, so homogen wie möglich zu machen, damit man wirklich sagen kann, also das, was wir jetzt an Veränderung sehen, liegt wirklich am Medikament und nicht daran, nicht an den, an den anderen Umständen. Das heißt also, man möchte da am Anfang der Entwicklung wirklich eine ganz homogene Gruppe haben. Und da möchte man dann eben gerade so zum Beispiel schwerkranke Leute oder Leute, die eine andere Erkrankung noch haben, eine, was wir dann Begleiterkrankung nennen, möglichst nicht haben, um
mit einer möglichst kleinen Patientenzahl in einer Studie den Erkenntnisgewinn zu erreichen. Aber je später man dann in der Entwicklung ist, desto mehr muss man sich natürlich vorbereiten auf die Tatsache, dass das Präparat ja dann später, wenn es auf dem Markt ist, auf eine ganz breite Population trifft mit sehr, sehr unterschiedlichen Bedingungen. Und das heißt, da muss man dann eben auch entscheiden, in diesen Phase-3-Studien, in diesen großen Phase-3-Studien, inwieweit schränkt man da die Patientenvariabilität sozusagen oder Varianz noch ein und inwieweit lässt man das doch schon möglichst breit geschehen. Und da ist es dann immer die Frage, dass Patienten, die also nun besonders anfällig sind oder besonders abweichen von der Norm, sagen wir mal, ob man die dann innerhalb der Studie noch und vor der Zulassung in die Studien einbezieht oder nicht. Und das ist eine der ganz schwierigen Entscheidungen, die man dann zu diesem Zeitpunkt treffen muss. Aber das heißt für die Patienten, dass gerade solche Patienten, die dann so außerhalb des normalen Rasters liegen, dass die natürlich dann auch selbst nach der Zulassung noch ein etwas höheres Risiko haben als andere, weil man darüber einfach so wenig weiß. Und das sind halt hauptsächlich die alten Menschen, die ja dann auch an sehr unterschiedliche Veränderungen in den Nieren, in der Leber und so weiter haben, wo man dann im Einzelfall auch schwer abschätzen kann, wie die Situation da aussieht. Und auch bei Kindern, die ja nun von 0 bis 18 einen großen Entwicklungsverlauf nehmen und im biologischen Alter sozusagen jedes Mal wieder anders sein können. Das heißt also, das sind so Randgruppen sozusagen, die dann, wenn das Präparat dann schon mal auf dem Markt ist, eben ein etwas größeres Risiko haben als andere, dass irgendwas mit Nebenwirkungen auftritt, weil man einfach so wenig drüber weiß, verhältnismäßig. Ja, ich wollte das auch noch einmal ergänzen. Ich glaube, es ist schon an sich sehr viel gesagt worden, aber ich glaube, die Frage ist wirklich sehr gut. Und sie trifft jetzt nicht nur beim Covid-Impfstoff, sondern ganz generell bei allen Arzneimittelentwicklungen sozusagen die Frage auf und die Problematik, die Komplexität, ein Produkt zu entwickeln, das sozusagen für alle Bevölkerungsgruppen, für alle Altersgruppen, für alle Erkrankungsbilder, die es in der Gesellschaft gibt, dann auch so ausreichend getestet ist. Das ist, wenn man sozusagen das bis zum Ende für alle Stufen, für alle Subgruppen durchtesten würde, würde das Medikament wahrscheinlich niemals auf den Markt kommen. Wir haben vorher schon gehört von Impfstoffen, die in der Regel, kann man sagen, 20 Jahre oder Arzneimittel in der Regel 20 Jahre Entwicklungszeit haben. Also da muss man sich und da tastet sich die Wissenschaft systematisch an, aber da möchte ich auch zurückkommen auf das, was gesagt wurde. Das passiert jetzt nicht sozusagen, dass der Sponsor das für sich entscheidet, sondern auch hier sehr, sehr engmaschige Abstimmung mit den Behörden, mit den Ethikkommissionen, die dann auch entscheiden, also in welchen Stufen auch die Einbindung der Probanden, also der Teilnehmer stattfindet, wie das Studiendesign ist. Und das zweite Thema ist hier die Arzneimittelüberwachung, also die Vigilanz, wurde heute schon einmal das Wort gefallen, Arzneimittelvigilanz. Das ist eine ganz, ganz wichtige sozusagen Aufgabe dann nach der Zulassung hier engmaschigst zu beobachten, wie wirkt das Medikament in der breiten Anwendung, weil da natürlich noch viel mehr Detailkenntnisse über die Subgruppen getroffen werden können. Und darum ist dieses Instrument auch so wichtig, gerade bei neuen Medikamenten und wird auch mit Auflagen von Behörden dann ausgerollt. Also da gibt es ein ganz enges Zusammenwirken und das ist nach der Zulassung noch lange nicht vorbei, sondern ganz im Gegenteil. Das dann beginnt eigentlich auch also die sehr engmaschige Überwachung. Und dann muss man auch sagen, dass hier Medikamente auch über die Jahre weiterentwickelt werden, oftmals ja auch Studien nach der Zulassung stattfinden, um eben auch weitere Erkenntnisse, weitere Informationen über Subgruppen zu bekommen. Und dort, wo es keine Datenlage gibt, muss es ja auch entsprechend in der Fach- oder Gebrauchsinformation auch abgebildet werden. Also das ist ja auch dann transparent, sodass der Arzt, der ja letztlich auch das Medikament dann anzuwenden hat und auch weiß, welches er in welchem Fall auch anwenden kann. Also da gibt es schon Mechanismen, die dann auch dem Verschreiber letztlich auch helfen sollen, damit Information bestmöglich umzugehen. Vielen Dank. Wir sind schon deutlich über der Zeit und ich möchte mich schon auch bedanken für alle, die noch immer hier im Webinar anwesend sind. Wir haben auch noch einige Fragen. Ich fürchte, alle werden sich vielleicht nicht mehr ausgehen. Eine Frage, die schon früher gestellt wurde, war, wie das denn funktionieren kann mit der schnellen Marktzulassung. Wenn man denn jetzt einen Impfstoff gefunden hat, wie kann es dann funktionieren, dass die Marktzulassung möglichst schnell passiert? Isabel, du hast darüber auch auf einer Folie gesprochen, vielleicht die Frage an dich oder an dich, Helga.
Also ich kann ja mal anfangen. Es gibt natürlich schon ein Interesse, dass es schnell zu einer Zulassung kommt. Das heißt, sicherlich werden viele Überstunden gemacht, um das möglich zu machen. Wo einfach kein Weg dran vorbeigeht, ist, dass die Daten da sein müssen. Man muss entscheiden, welche Datensätze notwendig sind. Und auch dafür ist die gerade eben nochmal geschilderte Interaktion zwischen Behörden und Herstellern wichtig, dass man sehr genau abstimmt, was denn gebraucht wird. Ich bin auch manchmal der Meinung, dass man überlegen muss, eben was ist auch der Mehrwert bestimmter Daten, dass einem das klar ist, ob man sie wirklich benötigt und welche Sicherheit einem diese Daten sozusagen geben. Und manchmal kann man auch jetzt gerade im Hinblick auf die Plattformtechnologien natürlich auch schon von Sicherheitsdaten von anderen Impfstoffen etwas profitieren. Aber de facto die ganz schnelle Zulassung, die gibt es so nicht. Es gibt natürlich Zulassungen in Europa, die nennen sich dann ein Conditional Approval. Das bedeutet, dass man an die Zulassung bestimmte Bedingungen, mal in der Regel auch in einem bestimmten Zeitrahmen knüpft. Wenn man sich also relativ sicher ist, dass das ein gutes Arzneimittel ist, aber man der Meinung ist, dass es zum Beispiel im Hinblick auf Nebenwirkungen oder auf echte Wirksamkeit nochmal beobachtet werden muss, dann macht man sogenannte Phase 4 Studien, Post-Marketing, und muss dann nochmal neu bewerten nach Ablauf dieser Studien, ob dieses Benefit-Risk-Verhältnis tatsächlich auch noch stimmt. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir werden probieren, etwaig offen gebliebene Fragen noch auf dem E-Mail-Weg oder auch über unsere Facebook-Seiten zu beantworten. Ich möchte mich jetzt ganz, ganz herzlich bei allen Vortragenden bedanken. Es war wirklich unglaublich spannend. Vielen Dank für eure Zeit und auch die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank an alle Teilnehmer des Webinars für eure Fragen, die ihr gestellt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Facebook-Seiten von Euparty Österreich, Deutschland und der Schweiz aus eurem jeweiligen Land auch abonniert. Dann werdet ihr sehen, wenn die Aufzeichnung dieses Webinars online gestellt wird. Und ich freue mich auch, wenn ihr dieses dann teilt, dass möglichst viele Menschen auch Zugang haben zu diesen Informationen. Damit sage ich vielen Dank, herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Vortragenden, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Euparty-Dach-Webinar.